durchaus ein wichtiger Grundpfeiler unserer Gesellschaft und verdient im höchsten Maße Respekt und Anerkennung. Sie als Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr stehen rund um die Uhr zur Verfügung, um den Menschen unserer Stadt zu helfen. Sie werden dabei mit Situationen konfrontiert, die für die Betroffenen oft größte Not und größtes Leid bedeuten und die sie persönlich an die Grenzen ihrer körperlichen und psychischen Belastbarkeit führen. Situationen, in denen sie gefordert werden und in denen sie einen kühlen Kopf bewahren müssen. Und das alles im Ehrenamt in ihrer Freizeit. Sie treten auch dann für Menschen in Not ein, wenn alle anderen feiern. Zum Beispiel während der Sonderdienste zum Jahreswechsel. Aber sie schieben auch Dienst, wenn große Schadenslagen eine Vielzahl von Helferinnen und Helfern erfordern. Vor 2 Wochen hat es in Berlin sintflutartig geregnet. Diese Wassermassen haben die Berliner Feuerwehr in höchstem Maße gefordert. Alle freiwilligen Feuerwehren unserer Stadt waren im Einsatz und haben den Folgen des Dauerregens getrotzt. Die Bewältigung der vielen wetterbedingten Einsätze war nur möglich, weil wir uns alle einmal mehr auf Sie und Ihre Kameradinnen und Kameraden verlassen konnten. Ich bin sehr stolz und vor allem dankbar, dass wir in Berlin eine derart zuverlässige freiwillige Feuerwehr haben, die innerhalb kürzester Zeit eine massive Verstärkung des Einsatzdienstes der Berliner Feuerwehr darstellen kann. Liebe Kameradinnen und Kameraden, ohne Ihr Mitwirken wäre die Vielzahl der täglichen Einsätze der Berliner Feuerwehr nicht zu bewältigen. Ich finde, das könnte mal einen Zwischenapplaus gebrauchen. Die Stadt Berlin, das Land Berlin bedankt sich bei Ihnen. Neben den klassischen Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung übernehmen Sie auch Aufgaben des Katastrophenschutzes und in Teilen sogar der Notfallrettung. Davon profitieren alle Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Sie leisten aber noch mehr, nämlich eine ausgezeichnete Jugendarbeit, die bei Ihnen hohen Stellenwert genießt. Ich freue mich darüber, dass an 47 Standorten der Freiwilligen Feuerwehr aktiv Jugendarbeit betrieben wird. In den vergangenen 12 Monaten konnten über 60 Mitglieder der Jugendfeuerwehren in den aktiven Dienst der Freiwilligen Feuerwehr übernommen werden. Das ist fast die Hälfte aller Kameradinnen und Kameraden, die im vergangenen Jahr eingestellt wurden. Das ist eine beeindruckende Quote. Und Hochachtung habe ich auch vor Ihren Freunden, vor Ihren Bekannten und Ihren Familien, die dieses oft aufwendige und gefährliche Ehrenamt akzeptieren und unterstützen. Ihre Angehörigen müssen oft auf Sie verzichten, wenn der Meldeempfänger piept, die zum Einsatz gerufen werden und die private Tagesplanung von einer Sekunde auf die andere über den Haufen geworfen werden muss. Nicht selten müssen für Ihr Ehrenamt eigene Interessen und insbesondere auch die Interessen Ihrer Familien in den Hintergrund gestellt werden. Das ist nicht einfach. Und auch das verdient besonderen Dank und hohe Anerkennung bei Ihren Angehörigen oder für Ihre Angehörigen. Liebe Kameradinnen und Kameraden, für Ihre Entscheidung, ein wichtiges Ehrenamt zu übernehmen und Menschen in Not zu helfen, danke ich Ihnen herzlich.